Was sagst du, dass du so lange krank bist? Hoffe, nichts Wildes. Also es sind halt viele Faktoren, die da zusammengekommen sind. Also grundsätzlich erstmal war es so eine Grippewelle oder so. Also ich hatte zwar kein Fieber, ne, aber es war so eine Grippewelle, die ja wirklich irgendwie jeder hatte. Ich war heftig krank, ne, also wirklich heftiger Husten und so, dass man so nachts nicht schlafen kann. Und mit Angie hatten wir das Ganze mal zwei, ne. Also wir hatten beide so diese Phasen, wo man so einmal in der Stunde so laut husten musste in der Nacht und dann der Schlaf natürlich nochmal komplett leidet. Und dann habe ich mich halt auch nicht so gut auskuriert, weil ich Medikamente bekommen habe, die die Symptome unterdrückt haben. Ne, ich habe mich gut gefühlt, ne? Also ich hatte keine Halsschmerzen mehr. Dann habe ich weiter gestreamt. Ja, und grundsätzlich die letzten 3 Monate waren bei mir halt ernährungstechnisch auch nicht so on point, dass mein Immunsystem eh ein bisschen so einen eitrigen Penis im Nacken hatte. Also das alles kombiniert war halt wirklich echt doof, dass ich echt richtig so richtig körperlich gemerkt habe, dass es halt wirklich gerade gar nicht geil ist, was ich hier so mache. Und deswegen werde ich jetzt so 2-3 Wochen ist halt so ein Detox geplant. Also ja, ihr merkt das halt, letzte Woche habe ich halt wirklich sehr wenig gestreamt. Da habe ich auch Tage komplett ausgelassen. Ja, ich streame jetzt um 8 Uhr. Erstmal so die nächsten 2-3 Wochen nur noch so maximal 4 Stunden. Genau, versuche halt sehr, sehr viel unverarbeitete Lebensmittel zu essen. Ein bisschen Magnesium mehr zu supplementieren. Zink, Vitamin C, Ingwer-Shots und so. So einen richtigen Reboot mal zu machen, damit mein Körper halt für die Zukunft und für das ganze Jahr so ein bisschen gewappnet ist, weißt du? Deswegen zieht sich das, dass ich das wirklich komplett auskuriere, genau. Ich hoffe, euch hat dieser Vortrag gefallen.